Ich bin gerade richtig, richtig frustriert, denn diese YouTube-Folge zum Thema Sportwetten habe ich heute Vormittag schon aufgenommen. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und ich wollte die YouTube-Folge gerade in einen Google Drive-Ordner zum Schnitt hochladen. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie ist der Ton weg. Ich hoffe, der Ton hierbei ist jetzt da. Okay, sonst würde ich es auch nicht hochladen, wenn kein Ton da wäre. Das hat mich sehr frustriert. Von daher, ich hoffe, dass diese YouTube-Folge jetzt am Ende auch im Kasten landen kann und dass es dann nicht wieder Tonprobleme gibt. YouTube-Folge Sportwetten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser YouTube-Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe 300 Euro verloren bei Sportwetten und darüber möchte ich sprechen. Es ist ein Selbstexperiment gewesen und ich bin gescheitert. Richtig, richtig gescheitert. Und es tut tatsächlich auch meinem Geldbeutel ein bisschen weh und ich ärgere mich auch über mich selbst und genau darüber möchte ich sprechen. Doch bevor wir jetzt so richtig starten mit dem Thema Sportwetten und was mir da widerfahren ist, habe ich eine große Bitte an dich, an euch. Wenn du meinen Kanal hier auf YouTube, Lasse.Halisch, noch nicht abonniert hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Denn ganz viele Leute schauen sich ja meine YouTube-Videos hier an. Meine Videos haben zum Teil 5.000, 20.000 Aufrufe. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich supportet und mich mit einem Abo unterstützt. Und jetzt fangen wir an. Wie gesagt, ich habe 300 Euro verloren. Ich habe ganz am Anfang, vor einem Monat in etwa, schon mal ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, ich starte jetzt mit einem Selbstexperiment und ich wollte euch ja updaten und dieses Update gibt es nämlich jetzt. Ich habe damals 100 Euro eingezahlt bei einem Sportwettanbieter und dieser hat dann die 100 Euro verdoppelt. Wichtig ist zu erwähnen, da habe ich auch einen Hinweis aus der Community bekommen, dass ich das einmal sagen soll. Man kann sich nicht automatisch diese 100 Euro, die der Wettanbieter dir quasi schenkt, direkt auszahlen lassen. Das wäre ja sonst relativ easy. Du zahlst 100 Euro ein, kriegst 100 Euro von denen geschenkt, zahlst es aus, hast quasi innerhalb von Sekunden dein Geld verdoppelt. So einfach geht das nicht, sondern man muss sich das Geld erst erspielen. Und wenn man verschiedene Wetteinsätze gemacht hat, dann kann man sich es irgendwann auszahlen lassen. Auch theoretisch 200 Euro oder 300 Euro. Kommt halt darauf an, wie gut man ist, beziehungsweise nicht wie gut man ist, sondern wie viel Glück man hat. Da muss man wirklich ganz genau sein. Und ich möchte auch einmal sagen, ich persönlich würde Sportwetten niemandem empfehlen. Ich habe es jetzt mal als Selbstexperiment gemacht, aber es ist halt super gefährlich. Man kann schnell abhängig davon werden. Es macht vielleicht in einer gewissen Art und Weise sehr, sehr schnell süchtig. Bei einigen dauert es länger, bei anderen geht es ganz schnell. Ich werde die App bzw. den Wettanbieter, mein Konto da auch löschen, einfach, dass ich nicht so in Versuchung jetzt nochmal komme. Ich habe halt aus den 100 Euro bzw. aus den 200 Euro, die ganz am Anfang drauf waren, zwischendurch 300 Euro gemacht. Und ich hätte mir diese 300 Euro einfach auszahlen können, habe ich aber nicht gemacht. Warum nicht? Weil ich dachte, ich habe voll Ahnung von Fußball und könnte dadurch auf die richtigen Teams setzen und dann die Wetten für mich entscheiden. Ich habe schon Ahnung vom Fußball. Manchmal beim HSV geht Ahnung und Wunschdenken vielleicht manchmal ein bisschen auseinander. Ich bin HSV-Fan und ich hätte auch nicht so oft auf den HSV tippen sollen, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich schlechte Erfahrungen beim Tippen gemacht. Ich habe mich oft vertippt und am Ende sind jetzt noch 96 Cent. Noch 96 Cent auf meinem Konto beim Wettanbieter. Die werde ich mir noch auszahlen lassen und dann, wie gesagt, werde ich das Konto da löschen. Ich bekam oft die Frage aus der Community gestellt, ob ich nicht noch mehr Geld einfach drauf zahlen will auf mein Wettanbieterkonto. Aber da habe ich mich konsequent dagegen entschieden, weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man halt bereit ist, dann nochmal und nochmal Geld drauf zu zahlen, das ist halt einfach ein absolutes Zeichen, dass man in die Abhängigkeit geraten ist. Und von daher, das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Es ist trotzdem echt ärgerlich, weil 300 Euro ist viel Geld und ich hätte es mir theoretisch auszahlen lassen können, aber ich habe es halt nicht gemacht. Ja, das war die Geschichte bzw. mein Selbstexperiment mit den Sportwetten. Eine Sache muss ich aber noch ganz kurz erwähnen. Meine vorletzte Sportwette, da habe ich auf den HSV gewettet und da war ich selber im Stadion. Der HSV hat gegen Osnabrück, genau. Der HSV hat gegen Osnabrück, Tabellenletzter der zweiten Bundesliga zu dem Zeitpunkt gespielt und ich habe mich so dermaßen geärgert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war so sauer, weil im Prinzip war es ja so eine sichere Wette und ich finde, das zeigt einfach, dass Sportwetten
nicht viel mit Ahnung groß zu tun haben, also ist jedenfalls meine Wahrnehmung, sondern am Ende einfach Glückssache sind, kann man theoretisch auch Lotto spielen, wenn man sein Geld aus dem Fenster werfen will. Nein, also für Glücksspiel ausgeben will. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Welches Selbstexperiment soll ich als nächstes starten? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Mich würde es wirklich sehr interessieren, was ihr mir dort empfehlen würdet. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns hier nochmal auf meinem YouTube-Kanal sehen, bei meiner nächsten YouTube-Folge. Und bis dahin, macht's gut und ich hoffe jetzt, dass die Tonprobleme weg sind und dieses YouTube-Video dann auch online gehen kann bald. Also vielen, vielen lieben Dank für deinen Support und ich freue mich, von dir zu hören, vielleicht in den Kommentaren oder auch auf Insta, schreib mir gerne. Wir bleiben in Kontakt, spätestens beim nächsten YouTube-Video. Ciao!